Grundsätzlich lade ich ja unheimlich gerne zu Community Previews ein. Das ist dann immer meine Veranstaltung. Was ist aber, wenn es nicht meine Veranstaltung sein wird, sondern andere etwas stattfinden lassen, wo ich euch aber wiederum auch Plätze besorgen kann? Yes, dann bin ich euer Special Screening Dealer. So jetzt auch bei Mädels Trip. Der wird 3 Tage vor dem offiziellen Deutschlandstart gemeinsam von Six und 20th Century Fox in Köln gezeigt und da wird es auf jeden Fall auch so ein Sektchen geben und auch das eine oder andere, was für den perfekten Mädels-, aber auch Jungsabend sorgen wird. Und wer jetzt noch nicht so 100% weiß, was ihn da erwartet, verlinke ich gleich am Ende auch nochmal den Trailer, beziehungsweise ich lasse ihn einfach durchlaufen. Ihr könnt daran teilnehmen. Das ist dann tatsächlich schon ähnlich wie bei den Community Previews. Alles in der Infobox draufklicken, mitmachen, Glück haben und dabei sein. Aber es ist eben nicht meine Veranstaltung. Aber das Schöne ist, wer da trotzdem irgendwie Bock drauf hat, kann da hinkommen und ich werde wohl auch vor Ort sein. So, mitmachen, Trailer angucken und dann sehen wir uns hoffentlich am 12.06. zum Mädels-Trip. 3 Tage vor Kinostart, das ist nicht schlecht. 3 Tage. Auf dass uns bei unserem Abenteuer nichts in die Quere kommt. Emily, ich kann nicht nach Südamerika fliegen. Was? Außerdem mache ich mit dir Schluss. Wann? Na, genau jetzt. Du bist mittendrin, in diesem Moment. Du willst darauf nicht verzichten. Nein, hör auf damit. Du armes Ding. Du siehst grauenvoll aus. Danke. Wir stehen das durch. Das reicht. Alles klar. Okay. Guck mal, wie cool du warst, Mom. Pack deine Sachen, wir fliegen nach Südamerika. Auf gar keinen Fall. Es dauert 2 Jahre, einen Urlaub zu planen, das weiß jeder. Du machst gar keine coolen Sachen mehr. Das ist nicht wahr. Ich habe einen Töpferkurs an der Volkshochschule gemacht. Tada! Ich hab dir gesagt, das ignoriere ich. Die hast du gemacht und sie ist schrecklich. Okay. Hier, häng dir die um. Was ist das? Eine Vergewaltigungspfeife. Das ist eine Hundepfeife, Mom. Denkst du, mich vergewaltigen Hunde? Oh mein Gott! Sie funktioniert. Du siehst aus wie eine Imkerin. Die Sonne Mom, ist gefährlich. Du machst viel zu viel drauf. Nicht, dass du machst viel zu viel drauf. Wir gehen heute aus. Ich definitiv nicht. Du verpasst den ganzen Spaß. Sei nicht immer so ängstlich. Was ich brauche, ist ein abgefahrenes Abenteuer. Darf ich mich zu dir setzen? Hey, der Typ redet mit dir. Ich rede mit dir. Er meint nicht dich, sondern mich. Ich bitte. Könntest du dich verpissen? Du lenkst ihn ab. Hey! Wo zum Teufel sind wir? Auf der Panoramastraße. Ja. Oh mein Gott, wir wurden Liam Neeson-mäßig entführt! Ich hol uns hier raus. Festhalten, Mom! Komm schon! Mom, das war der Knaller! Ich kenne einen Mann, der sich um euch kümmern kann. So fängt sexuelle Sklaverei an. Okay, Mom. Die Leute wollen junge, hübsche Frauen. Soll ich mich vielleicht im Dschungel verstecken, nur zur Sicherheit? Nein, nein, dein aufgedunsenes Gesicht wird dich schützen. Ich habe einige Posen, die würden dich total umhauen. Geil, was?